Für alle unsere Hochtouren braucht ihr einen Rucksack. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Modelle und Größen. Entscheidend ist beim Rucksack, wie ihr auf eurem Rücken sitzt. Das heißt, wir möchten euch bitten, wenn ihr einen Rucksack kauft, den nicht einfach nur leer anzuziehen, sondern macht mal mindestens 10 Kilo, packt mindestens 10 Kilo in den Rucksack, um zu spüren, ob er wirklich gut auf eurem Rücken sitzt. Optimal sind 35 Liter, dann könnt ihr ihn noch gut als Tagesrucksack benutzen, aber auch für Mehrtagestouren benutzen. Ansonsten gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, auf die ihr achten solltet, wenn ihr einen Rucksack kauft. Das erste ist, dass es eine gute Befestigungsmöglichkeit für Ausrüstungsgegenstände gibt, natürlich vor allen Dingen für unseren Eispickel. Bei diesem Rucksack hier ist so befestigt. Dass er weitere Befestigungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel für die Stöcke. Dass er ein Deckelfach hat, damit ihr einfach an Sonnenmilch, Taschentücher, Snacks drankommt. Und es wäre ganz gut, wenn er auch keinen Reißverschluss hat, sondern wie gesagt auch ein flexibles Deckelfach. Das heißt, wenn ihr auf Mehrtagestouren seid, dass ihr dann vielleicht noch 10 Liter mehr reinpacken könnt. Eispickel könnt ihr euch für die Einsteigertouren und für die fortgeschrittenen Wochen bei uns mieten. Und zwar für 10 Franken die ganze Woche. Auch die Steigeisen könnt ihr bei uns mieten, die Einsteiger und auch die Fortgeschrittenen. Wir haben Grevel G12 Steigeisen, also sehr gute Steigeisen. Wir haben Halbautomaten, wie dieses Steigeisen hier. Die Halbautomaten werden so auf bedingt steigeisenfesten Schuhen befestigt. Wir haben aber auch Steigeisen, die vorne und hinten ein sogenanntes Körbchen haben, das heißt, die eben auch auf nicht bedingt steigeisenfeste Schuhe montiert werden können. Die Kosten für die ganze Woche betragen 15 Franken. Worauf solltet ihr achten bei Stöcken? Einmal, dass es Teleskopstöcke sind, optimal dreiteilig. Dann, dass sie einen guten Griff haben, eine gute Handschlaufe. Sehr angenehm ist auch, wenn Moosgummi hier unten runtergezogen ist, denn oft, wenn wir am Hang laufen, müssen wir den einen Stock etwas höher anfassen. Und dann solltet ihr darauf achten, dass es möglich ist, Skiteller für die Stöcke zu kaufen, denn wenn man durch Schnee geht, ist es sehr angenehm, wenn man diese Skiteller einfach auf die Stöcke draufdrehen kann. Was brauchen wir noch für technische Ausrüstung zum Hochtouren gehen? Da ist natürlich zum einen der Klettergurt. Den bekommt ihr genau wie den Helm und den Karabiner von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Warum Klettergurt und Karabiner? Mithilfe des Klettergurts und des Karabiners binden wir euch in unser Seil ein, denn wir gehen ja in einer Seilschaft über den Gletscher. Und einen Helm, wie gesagt, bekommt ihr auch kostenlos zur Verfügung gestellt, brauchen wir nicht bei jeder Tour. Bei unseren Hochtourenwochen für Einsteiger lernt ihr im Seminar Akklimatisierung, dass Trinken extrem wichtig ist für unseren Körper, um sich an die Höhe anzupassen. Wir möchten euch bitten, mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit mit auf den Berg zu nehmen. Hierzu könnt ihr zum einen kalte Getränke mit auf den Berg nehmen. Die kann man zum Beispiel in so eine Nalgene-Flasche einfüllen. Und wir möchten euch bitten, auf jeden Fall auch warme Getränke mitzunehmen in einer Thermoskanne. Halber Liter, dreiviertel Liter oder ein Liter Tee oder andere warme Getränke nochmal. Dieses Equipment hier, das lernt ihr auf oder in unseren Einsteigerwochen kennen.